der Markus hier von Camp Your Life. In diesem Video geht es mal hier um die Waschbürste und unseren Wohnwagen. Wir waschen heute unseren Wohnwagen und zeigen euch einfach mal, mit wie wenig oder einfachen Mitteln man den Wohnwagen putzen kann und vor allen Dingen mit irgendwelchen Spezialreiniger und Versiegelung und was es da alles im Angebot gibt. Wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, da verrate ich euch mal einen Tipp und der ist ziemlich genial, weil er auch Regenstreifen zurückhält und wir legen los nach dem Intro. Wir sind jetzt hier oben mal auf dem Dach von unserem Wohnwagen und dann zeige ich euch mal, wie das jetzt hier alles aussieht mit dem ganzen Blütenstaub um die Dachluke rum. Und ihr seht schon, wir haben ja mehr oder weniger grobe Verschmutzung. Und also grob wird es bei mir sowieso nie, weil ich mindestens zweimal im Jahr den Wagen wasche. Ihr solltet euch logischerweise die Dachluken alle hochstellen, dass ihr da unten drunter hier runterkommt, weil ihr seht hier, da sammelt sich am meisten der Dreck an, wenn der Wind, der fegt das hier unten drunter und dann bleibt es dann da liegen. Und generell am Sikaflex bleibt der Dreck haften. Alles werdet ihr natürlich nicht wegkriegen, aber ihr werdet sehen, nachher wird es wesentlich besser aussehen. So, zu Dachluken und Fensterreinigung kann ich euch den Tipp geben, also generell niemals mit der Waschbürste über die Fenster oder über die Dachluken wischen, weil das gibt ganz viele kleine Kratzer, die seht ihr so nicht, aber wenn die Sonne mal schräg drauf scheint, dann merkt ihr, wie viele kleine Kratzer da drin sind. Um das zu verhindern, könnt ihr so ein Mikrofasertuch nehmen oder generell einfach so ein, ja, wir haben jetzt hier von Shimako eins, ja, ein ganz weiches Tuch, was keine Kratzer verursacht. Und damit könnt ihr dann die Dachluken reinigen und auch die Fenster. So, ich bin jetzt hier oben mit dem Dach durch. Ich habe das jetzt einmal eingeweicht mit der Gießkanne. Danach habe ich mit Wasser gewaschen mit meinem Zusatztrick. Und danach habe ich hier die Dachluken mit einem feinen Tuch, also mit einem Mikrofaserlappen, sauber gemacht. Und ihr seht jetzt hier drum, seht ihr, dass noch so ein bisschen schwarz ist. Aber das ist normal, das kriegt ihr nicht weg, weil da hat sich einfach der Kleber, also das Sikaflex, mit dem Dreck vermischt. Und es geht auch nicht darum, dass ihr das unbedingt total sauber haben sollt, sondern einfach, dass ihr den groben Dreck wegmacht und so habt ihr einfach länger Spaß an eurem Wohnwagen bzw. Dachluke. So, ich fange jetzt an, den Wohnwagen außenrum zu waschen. Das heißt, wir weichen ihn erstmal ein, da gehe ich mit der Gießkanne hin und ihr dann logischerweise mit dem Wasserschlauch, wenn ihr einen habt, einmal von oben nach unten und dann mit der Waschbürste nachwaschen und dann nochmal mit der Gießkanne abspülen.
So, und so geht ihr dann einfach mit den anderen Seiten auch vor und dann werdet ihr sehen, dass euer Wohnwagen glänzt, vor allen Dingen keine Regenstreifen mehr bildet oder wo sich keine Regenstreifen mehr ansetzen. Und da kommen wir jetzt mal zu meinem Tipp. Und zwar nehme ich einfach statt diese ganzen teuren Reiniger, Lotusversiegelung und wie sie alle heißen, Wachs und was es da alles im Angebot gibt, nehme ich einfach den sogenannten Klarspüler. Und zwar kennt ihr den von der Spülmaschine. Unschädlich, weil so schädlich kann er nicht sein, sonst würden wir ja nicht unser Geschirr damit waschen. Und er putzt auch so eine kleine Schicht drauf. Und somit, wenn ihr das 2 bis 3 Mal im Jahr macht, werdet ihr nie Regenstreifen bekommen. Oder wenn ihr Regenstreifen habt, könnt ihr sie ganz einfach mit einem Lappen wieder wegwischen. Und ihr seht es ja bei mir. Vorher habt ihr gesehen, gab es mal auch hier unten war so ein kleiner schwarzer Strich. Und wir konnten ihn aber ganz einfach dann wieder wegputzen. Und da brauchen wir keinen Regenstreifenentferner und was es da alles gibt. Also das ist jetzt der Tipp gewesen von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ihr könnt auch gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr euren Wohnwagen wascht, was ihr da für ein Geld ausgibt. Oder habt ihr auch einen Tipp, den ihr mir mal unten reinschreiben könnt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.